So Leute, heute zeige ich euch mal was ganz Besonderes, und zwar den Fliegenpilz. Denn darüber gibt es einige Irrtümer, wie zum Beispiel, dass der tödlich giftig sein soll, was nur eine Halbwahrheit ist, also wenn es überhaupt eine halbe Wahrheit ist. Ja, es wird ablaufen wie beim letzten Mal bei der Eibe, dass ich Videos einblende von einem Ort, wo es eigentlich eher ein bisschen laut ist, wo ein bisschen mehr Verkehr ist. Allerdings werde ich diesmal keine Musik einspielen, denn es sind mir ein paar ruhige Aufnahmen gelungen, aber das hat auch gedauert, bis ich die hinbekommen habe. Ja, also da ist schon sonst viel Verkehr, und ja, ich werde wieder ein Exemplar mitnehmen und euch den hier im Wald dann präsentieren und darüber sprechen. Hier habe ich einfach meine Ruhe. Und ja, gepflückt hätte ich den Pilz sowieso, weil ich eh vorhatte, den mit nach Hause zu nehmen und zu verwenden. Ja, und was man damit so anstellen kann und wie es wirklich mit dem Pilz aussieht, das werde ich euch dann bald erklären. Hier erstmal die Aufnahmen. So, ich habe das erwähnte Exemplar, wie gesagt, jetzt mal mitgenommen. Leider ist der Stiel abgebrochen, denn wir hatten ja letztens ein großes Unwetter und der Pilz war einfach schon sehr instabil. Ja, ich habe hier auch noch ein angeknabbertes Exemplar aus dem Wald gefunden, aber dazu komme ich gleich. Ja, leider habe ich heute wieder ein bisschen lange gebraucht. Die Sonne geht bald unter und mir wird langsam kalt. Ich hoffe, ich kriege das so hin. Naja, gut, aber fangen wir an. Also, erstmal Mythologie. Das ist nämlich sehr interessant, was es da so gibt. Und zwar soll dieser Pilz für unsere Vorfahren, und aber auch auf der ganzen Welt übrigens, da gibt es sehr viele Völker, die diesen Pilz nutzen, der heiligste oder einer der heiligsten Pilze zumindest gewesen sein. Ja, also die haben Kontakt mit ihren Vorfahren dadurch aufgenommen, mit ihren Ahnen, oder haben mit Waldgeistern gesprochen. Und ja, das könnt ihr selber mal nachgoogeln, das ist sehr interessant. Des Weiteren gibt es auch noch eine modernere Theorie, die davon ausgeht, dass der Weihnachtsmann und die Rentiere darauf zurückzuverfolgen sind. Ja, also bis über das fröhliche Ho-Ho-Ho-Lachen des Weihnachtsmannes, der in einem Glücksrausch des Fliegenpilzes ist, ja, über den Mantel und über die fliegenden Rentiere. Also, denn es gibt heute noch in Sibirien Rentiere, die den Fliegenpilz essen. Und weil man halt sagt, dass man sich im Rauschzustand sehr leicht fühlt, so als könnte man fliegen. Ja, und deswegen heißt er ja auch Fliegenpilz, und weil die Rentiere den gerne essen, daher die fliegenden Rentiere. Aber das ist jetzt nur grob angeschnitten. Es gibt ein sehr tolles Video dazu. Ja. Ich werde das einfach in der Videobeschreibung verlinken. Guckt euch das mal an. Selbst wenn ihr das für völligen Unsinn haltet, ist es auf jeden Fall sehr lustig und unterhaltsam. Aber gut, kommen wir jetzt mal hier zu ein paar wichtigen Fakten. Also, ist der Pilz nun giftig oder ist er nicht giftig? Zuerst einmal empfehle ich hier selbstverständlich niemanden, diesen Pilz jetzt zu essen. Ja, nicht, dass das hier falsch verstanden wird. Ich will nicht, dass man mir da noch irgendwas kann. Guckt euch ganz aufmerksam mein Video an und dann entscheidet selber. Also, ich habe so viel recherchiert. Ich habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen, stundenlang. Ja, ich habe mir Fachbücher gekauft, wo mehrere Seiten den Fliegenpilz gewidmet sind. Ich habe mir Videos angeguckt von Leuten, die den bereits verwendet haben. Stundenlang Recherchearbeit. Und ich kann euch eines sagen. Nein, er ist nicht tödlich giftig, außer in sehr hohen Mengen, und dazu komme ich jetzt. Es gab noch nie einen dokumentierten Todesfall. Theoretisch soll er frühestens ab 100 Gramm tödlich giftig sein. Das hängt von der Konzentration ab, denn in jedem Fliegenpilz sind die Giftstoffe und dieser Rauschstoff in verschiedenen Mengen konzentriert.
Und wenn man davon ausgeht, dass wirklich jeder Pilz, den du jetzt isst, die höchste Menge an Giftstoff enthält, dann wären 100 Gramm tödlich. So viel dazu. Und das wäre schon ein ja, etwas beachtlicher Haufen, 100 Gramm. Ja? Es gibt natürlich dokumentierte Vergiftungsfälle, aber das ist vor allem in Hungersnöten passiert, also wo die Leute verzweifelt waren und alles Mögliche gegessen haben. Ja, ja, je nachdem, wie groß jemand ist, ja, und wie der Stoffwechsel von jemandem ist, und da gibt es noch einige andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie eben erwähnt, die Konzentration an Rauschstoffen in den Pilz, tretet der Rauschzustand zwischen 1 und 10 Pilzen und zwischen 5 und 20 Gramm ein. Ich habe 2 Stück gegessen, in etwa dieser Größe hier. Ich kann euch hier mal, warte, ja, da seht ihr mal, der ist so mittelgroß, ja, also die werden noch teilweise noch um einiges größer. Und ich habe, muss ich sagen, fast gar nichts gemerkt. Aber ich werde dazu gleich noch genauer was sagen. Ja, Wuchsort. Ihr findet ihn in Laubwäldern und in Nadelwäldern, vor allem bei Fichten und bei Birken. Und ich muss sagen, meiner Erfahrung nach, scheint dieser Pilz auch die Nähe von Menschen zu suchen. Ich habe fast, also in hohen Mengen, ja, habe ich den an der Straße gefunden und bei Gehwegen gefunden. An der Wiese und an den entsprechenden Bäumen, wie gesagt, Fichte und Birke. Im Wald habe ich stundenlang gesucht, in dem Birkenwald, in dem Nadelwald. Ich habe keinen einzigen gefunden, außer einen solchen hier, der von einem Reh angeknabbert wurde. Ja? Und ja, warum die den anknabbern und dann liegen lassen, das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass die nur die Stellen essen, die nicht befallen sind. Ja? Oder dass die Rehe vielleicht, weil ich habe diese angeknabberten Exemplare schon öfters gesehen, ja? Dass die Rehe vielleicht die Stoffe da drin nicht so vertragen wie wir Menschen und die den deswegen nur, immer nur so anknabbern. Ja, es ist ja oft unterschiedlich bei Menschen und bei Tieren, was Giftstoffe angeht. Also, naja, so viel dazu. Sammelzeit, ja, Juli bis November, und ich würde sagen, wartet nicht mehr, falls ihr es ausprobieren wollt. Ja, ich empfehle es niemandem. Aber wenn ihr es ausprobieren wollt, dann macht es bald. Denn Anfang November ist der späteste Zeitpunkt. Ja, ist natürlich auch abhängig vom Wetter und von da, wo ihr wohnt. Ja, Verwechslung. Also was die Verwechslung angeht, da meine persönliche Meinung, man kann ihn nicht verwechseln, wenn man auf alle Merkmale achtet. Aber es gibt ein paar Pilze, die tatsächlich ein wenig Ähnlichkeit haben. Da wären beispielsweise der Kaiserling und der Pärpilz. Der Pärpilz, glaube ich, auch ein Speisepilz. Der Kaiserling auf jeden Fall. Den werdet ihr aber hier nicht finden. Der ist ultra selten. Und die wären sowieso ungiftig. Dann gibt es noch den Pantherpilz, wie der Panther. Und den Königsfliegenpilz, die tödlich giftig sind. Aber auch da muss ich sagen, meiner Meinung nach nicht zu verwechseln. Werden trotzdem als Verwechslungspilze aufgeführt. Ihr könnt sie ja mal nachgoogeln. Aber ich kann euch sagen, dass einer von den beiden beispielsweise zwar exakt wie der Fliegenpilz aussieht, nur mit dem riesen Unterschied, dass er keinen roten, sondern einen nur braunen Hut hat. Ja, und ich finde einfach, die kann man nicht verwechseln. Aber googelt die Pilze am besten selber nach. Ja, verwendbare Teile. Ich verwende nur den Hut, und ja, die meisten, die es im Internet schreiben, die verwenden auch nur den Hut. Ja, also haltet euch einfach daran. Ich kann euch ja mal kurz hier, also ich finde ja, das sieht bei fast allen Pilzen gleich aus, aber hier könnt ihr euch mal ein Bild machen. Das wollte ich euch genau sowieso noch genauer zeigen, weil ich das in den Videoaufnahmen vorhin nicht hingekriegt habe, als er da noch stand. Aber es gibt auch bessere Bilder im Internet. Also prägt euch hier die Unterseite ein. Ja, aber wie gesagt, die besten Merkmale sind eh einige andere, wie zum Beispiel diese weißen Flocken und so. Aber darauf gehe ich gleich auch nochmal genauer ein. Obwohl, wenn ich eh gerade bei Verwechslungspilzen bin, dann machen wir das jetzt einfach schon. Ja. Also, ein typisches Merkmal ist natürlich, dass der diese weißen Punkte, ja, diese Flocken, wie man auch sagt, hat. Wenn sie sehr alt und sehr groß sind, dann können sie verblassen, auch je nachdem, wie das Wetter ist. Normalerweise gibt es hier auch so einen Ring. Hier sieht man noch die Reste. Ja, Manschette auch genannt. Leider ist das Exemplar schon vom Wetter ziemlich mitgenommen gewesen und fliegt hier schon auseinander. Deswegen rate ich euch, guckt euch im Internet Vorzeigebeispiele an. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht hier näher drauf eingehen, denn im Internet findet ihr viel bessere Bilder von Prachtexemplaren, ja, die in einwandfreiem Zustand sind. So, und ja, der eine giftige Pilz beispielsweise, der hat zwar auch diese Flocken, aber wie gesagt, halt auch einen roten Hut. Also in dieser Kombination hier ist das echt einzigartig. Die weißen Flocken, die Farbe, hier eigentlich ein deutlicher Ring. Guckt euch das im Internet an, beschäftigt euch genauer damit. Ja, wie gesagt, das hier ist leider kein Vorzeigeexemplar, sonst hätte ich euch jetzt länger dazu was erklärt.
Ja, wenn ihr weder am Rauschzustand interessiert seid, ja, und außerdem auch Angst vor den Giftstoffen hat, dann rate ich euch, legt den eine Stunde in kaltes Wasser ein, dann gehen die Rausch- und die Giftstoffe ins Wasser über. Und ihr könnt ihn dann als Speisepilz verwenden, denn ich persönlich muss sagen, dass ich den ziemlich lecker finde. Also der schmeckt ziemlich süßlich und ja, ich finde ihn lecker. Ich rate auch jeden davon ab, den roh zu essen, denn das kann Übelkeit hervorrufen. Ja, für die Leute, die am Rauschzustand interessiert sind, kann ich sagen, man kann ihn rauchen, das soll wohl aber nicht so effektiv sein. Man kann einen Schnaps draus machen, da gibt es verschiedene Sachen, wie man das anstellen kann da. Und man kann ihn trocknen. Also ich habe ihn getrocknet, das kann man auch im Ofen bei 30, 40 Grad machen, da gibt es auch Anleitungen, wie lange und so weiter. Aber ja, ich wollte es so natürlich wie möglich machen und deswegen habe ich ihn dann ja in der Sonne getrocknet, was ein bisschen gedauert hat, denn bei mir wollte die Sonne erst nicht auftauchen. Also er lag 5 Tage lang bei mir rum. Man sollte ihn nicht zu lange rumliegen lassen, denn irgendwann wird er auch gammelig. Ja? Also, aber 5 Tage ist eigentlich kein Problem. Zumindest war es bei mir so. Ja, dann komme ich mal zu meinem Selbstversuch. Also, ich habe 2 getrocknete Hüte gegessen und muss sagen, es ist gar nichts aufgetaucht. Also ich glaube, dass ich etwas fröhlicher wurde und ich hatte ein extrem minimales Schwindelgefühl. Aber das war so minimal, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das nicht eingebildet habe. Ja. Also ich habe 2 in dieser Größe gegessen. Hier noch mal zum Vergleich. Alter, meine Hand wird kalt. Es ist ziemlich windig auch heute. Naja, und ja, es ist fast gar nichts aufgetaucht. Aber ich würde trotzdem jeden raten, sich langsam ranzutasten und wenn ihr es wollt, ich empfehle es keinem, wie gesagt, aber wenn ihr es wollt, mit einem Exemplar anzufangen. Denn je nach Größe und je nach Stoffwechsel ist das natürlich unterschiedlich, wie die Menschen darauf reagieren. Ja, ich zum Beispiel, ich kann aus Erfahrung auch sagen, dass ich beispielsweise damals auch schon, wenn ich beispielsweise meine Schmerztablette gekriegt habe, die doppelte Menge nehmen musste, ja, weil das bei mir irgendwie nicht so wirken wollte. Also haltet euch nicht an mich, tastet euch selber ran, wenn ihr wollt, ja. Ja, des Weiteren heißt es, wenn man das höher dosiert, dann soll man wirklich extrem glücklich werden. Ja, es soll so weit gehen, dass man extrem erweiterte Sinne hat. Das heißt, man hört viel, viel intensiver. Man nimmt die Dinge einfach viel intensiver wahr. Man ist zwar in einer Art Trance-Zustand, aber man nimmt die Dinge in einem viel klareren Zustand wahr. Also da könnt ihr euch auch mal die Fa Erfahrungsberichte durchlesen. Und ja, wenn man es wirklich sehr hoch dosiert, dann soll das wirklich so sein, dass man mit Waldgeistern oder mit Ahnen Kontakt aufnehmen kann. Das sind, wie gesagt, die Mythen jetzt. Ja, aber allerdings gibt es auch ein paar wenige moderne Erfahrungsberichte, die das auch behaupten. Aber wie gesagt, da war ich noch nicht, deswegen kann ich das jetzt nicht bestätigen. Also das heißt, es ruft auch Halluzinationen und erweiterte Sinne vor, wenn man es jetzt kurz fassen will. Ja, Wirkungszeit. Also habt ihr einen leeren Magen, kann das schon bei einer halben Stunde losgehen. Habt ihr einen vollen Magen, kann das sein, dass es 3 Stunden dauert, bis ihr überhaupt was merkt. Ja, im Durchschnitt ungefähr ab 1 Stunde. Da tretet das meistens ein. So war das auch bei mir. Also wenn ich mir das nicht eingebildet habe, wie gesagt. Ja, was die Dauer angeht, laut Erfahrungsberichte soll das von 5 bis 6 Stunden andauern. Und ja, so viel dazu. Eins ist mir noch wichtig zu sagen, falls irgendjemand hier von den Patrioten auch einen falschen Eindruck bekommt, ja, ich zum Beispiel, ich lehne Drogen eigentlich komplett ab. Ja, ich bin komplett clean, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich kiff nicht. Aber dieser Pilz hier, der war unseren Vorfahren heilig, ja, und dieser gehört auch zu den milderen Sachen. Also wie gesagt, erweiterte Sinne und so weiter. Es sei denn, du dosierst den wirklich sehr, sehr hoch, dann tauchen auch irgendwann Halluzinationen auf. Aber das habe ich eigentlich jetzt nicht unbedingt vor. Und ja, da dieser Pilz der heiligste oder einer der heiligsten Pilze für unsere Vorfahren war, muss ich einfach sagen, dass der mich mittlerweile ja in seinen Bann gezogen hat. Deswegen habe ich mich jetzt auch so intensiv damit beschäftigt. Und zu guter Letzt kann ich nur jeden abraten, diesen Pilz oder mehrere Exemplare davon zu essen. Das heißt, ich kann nur von dem Rauschzustand abraten, wenn ihr schlechte Laune habt oder wenn ihr in einer schlechten Zeit habt oder wenn ihr Depressionen habt. Denn laut Erfahrungsberichten soll es eben nicht so sein, dass ihr dann dadurch glücklich werdet, sondern dass ihr dann sehr anfällig für einen Albtraumtrip seid. Also macht es nur, wenn ihr da mit Interesse rangeht, wenn ihr da mit Freude rangeht, wenn ihr mit Neugier und Optimismus rangeht. Ansonsten kann das ziemlich üble Folgen, ja, mentale Folgen für euch haben. Ja, ich denke, ich habe soweit alles Wichtige dazu gesagt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, guckt euch mein Video am besten auch noch mal ein zweites und ein drittes Mal an und dann entscheidet selber,
ich rufe hier nicht dazu auf, dass ihr euch irgendwie diesen Pilz reinziehen sollt. Ich habe euch alles Wichtige dazu gesagt, aber am besten googelt nochmal die giftigen Verwechslungspilze nach. Geht auf Nummer sicher und ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.